Happy Birthday, Löwekinder. Löwekinder, August 2020. Drei Sachen, die mir sofort in den Kopf geschossen sind. Ausmisten, um Neues einzuladen. Ausmisten entweder Glaubenssätze, ausmisten zu Hause an sich, ganz 3D-mäßig oder tatsächlich auch in deiner Umgebung. Es ist generell die Geschichte jetzt für uns alle im Seelenkollektiv. Bei euch war es aber ganz, ganz klar. Öffne dich wirklich diesen unbegrenzten Möglichkeiten. Aber erst wirklich einiges wegtun. Ich merke auch, was die Nummer 3 war bei euch, war auch mit Genussmitteln, hat man mir gesagt. Okay, da könnt ihr gerne ein bisschen aufpassen jetzt. Okay, also lasst uns mal schauen, was ihr jetzt, was die geistige Welt für August euch erstmal sagen möchte, ja? Fühle dich zu Hause in der Welt. Okay, da möchte jemand sehr, sehr gerne endlich mal wieder ein bisschen, ja, dieses Ausatmen, ne? Sich wohlfühlen. Lass uns schauen, liebe geistige Welt. Was wollt ihr den Löwekindern speziell für August gerne sagen, bitte? Hauptbotschaft für die, die es am meisten brauchen und die mit den Energien und mit euch arbeiten wollen. August, bitte. Die hatte ich vorhin schon gesehen. Okay, das scheint ausschlaggebend zu sein. Lasst uns schauen. Die Kuh misste aus. Ganz, ganz klar, ganz, ganz deutlich gewesen bei euch. Misste aus. Und Wundern sind keine Grenzen gesetzt. Genau diese zwei Botschaften. Also ich bin hier bei einer Reisegruppe, die im August tatsächlich dieses Potenzial hat und die Chance hat, indem es ausmistet, wirklich auch negative Gedanken, Leute. Darum geht es ja generell die ganze Zeit. Ja, und auch bestimmte Gewohnheiten, wie zum Beispiel ganz, ganz klar diese Genussmittel an sich. Für jeden ist es was anderes. Für den einen ist es Fast Food, für den anderen ist es Alkohol, für die anderen sind es Tabletten, für die anderen sind es Drogen an sich, egal was für welche, wie auch immer. Du weißt ganz genau. Da möchte der August super gerne ein bisschen angeschaut werden, ob man das Ganze nicht ein bisschen reduziert. Okay, man muss ja nicht gleich aufhören, aber reduzieren. Und erinnert dich daran, dass Wundern keine Grenzen gesetzt sind. Alles ist möglich. Und ich schaffe es nicht, sollst du aus deinem Vokabular streichen, für wen auch immer das jetzt gerade ist. Spannend, okay. Lass uns noch ein Hüter des Lichts nehmen und dann gehen wir in eure Energien ganz rein, okay? Schauen wir mal. Das ist die 9 auch, zeigen sie mir. Und das ist Beenden eines Zyklus. Also irgendeine schlechte Angewohnheit oder toxische Situationen, Menschen, wie auch immer. Ich habe wirklich den Eindruck, einige von euch, jeder ist ja woanders auf seiner Reise, wird damit wirklich das Ganze vollenden und sagen, okay, nein, ich bin konsequent, ja, ich schaue mir das nicht nur an, sondern ich tue es. Bei den anderen kann es natürlich September, Oktober dauern, aber das ist ja auch okay, ne? Okay, dann lasst uns schauen, wer noch da sein möchte, mit welcher Botschaft für August, bitte, für meine Löwekinder. Löwekinder, geistige Welt, liebe des Lichts. Wunderschön. Bernstein. Solltest du eins in der Nähe haben, sehr, sehr gerne jetzt benutzen. Okay? Das ist ja im Grunde genommen auch Erde. Ne? Ein bisschen Erdung auch hilft da sehr. Gerade bei den Feuerzeichen. Die Karte besagt, atmen Sie tief ein und beim Ausatmen überlassen Sie es Gott, wie auch immer du diese höhere Macht einfach nennen möchtest, die Situation zu klären und eine Lösung zu finden. Okay, sehr geile Geschichte. Das heißt, durch diese Karte wird dir gerade konfirmiert, wird dir wirklich bestätigt, ey, wir sehen dich, wir sehen, wo deine Situation, wo du strauchelst. Ja? Im August darfst du aber sehr, sehr gerne mit uns auch arbeiten. Gerne sich wirklich einen Bernstein nehmen und auch ein Herzchakra oder Kommunikationschakra oder Stirnchakra, wo auch immer, einfach für ein, zwei Minuten auch gerne damit arbeiten. Ja, und
diese Energie vom Stein einfach holen. Es sind Kleinigkeiten, Leute, ihr wisst es. Aber machen, wissen bringt überhaupt nichts, okay? Weil die Karte sagt dir, dass die geistige Welt, deine Schutzengel, geistige Führer, wer auch immer, sehr gerne diese Situation, dieses Straucheln auch klären möchte mit dir. Ja, kümmer du dich um dein Ausmisten an sich erstmal und es können echt Wunder geschehen jetzt. Schön, dann lasst uns schauen, in welcher Verwandlungsphase steckt ihr gerade? Ups, sorry, ich weiß, das ist ein bisschen laut manchmal hier, ne? Löwekinder, welche Reisegruppe pick ich auf? Das war jetzt allgemein, jetzt gucken wir ein bisschen spezieller. Falls du nicht in der Reisegruppe bist, dann gerne beim nächsten Mal vorbeischauen, okay? Aber jetzt hast du mindestens 3 Ideen für den August, die du bestimmt nutzen kannst. Dankeschön. Heilung von der Vergangenheit, Ausmisten. Ganz, ganz, ganz klare Botschaft. Der August wird für meine Löwekinder im Ausmisten sein. Banal, Klamotten, Gedanken, Beziehungen, eine Beziehung speziell, wo auch immer es ist, Familie, wie auch immer. Und du darfst, sagt dir die Kuh. Ja, du darfst. Mach dich wieder frei einfach. Und du bist nicht alleine hier. Heilung der Vergangenheit, okay. Welche Energien sind noch präsent im August? Was sollte unser Löwekind jetzt noch wissen, bitte, für den August? Und ihr wisst auch alle spätestens jetzt auch ganz genau, was das ist, okay? Das wäre so euer Fokus, wenn ihr wirklich mehr in die Leichtigkeit wollt, ne? Keine Frage. Dankeschön. Das Ende einer Ära, ja, das ist die Vollendung. Merkt ihr das, wie sich's schließt? Also hier gibt es bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Geschichten, die ihr jetzt anpacken könnt. Die einen können, die anderen werden es tun. Okay, das liegt immer an dir. Ich gebe dir nur die Impulse, die du von der geistigen Welt kriegen darfst. Lass uns weiterschauen. Heilung von der Vergangenheit. Also das Straucheln hat ein Ende oder möchte gerne ein Ende haben. Darfst du aber sehr, sehr gerne jetzt ein bisschen daran arbeiten. Und zwar du für dich. Und aber auch sagen, okay, ich mache meinen Scheiß und bitte ihr helft mir, diese Situation zum Wohle aller zu lösen einfach. Klär diese Situation, was auch immer es ist, um irgendwelche Lösungen zu finden. Und die kriegst du dann durch Zeichen, Synchronizitäten. Okay, Spirit, was noch bitte? Ja, genau. 28, die 10. Das ist super. Das sind Grundüberzeugungen, Ethik, Moral. Das ist so meine Karte der Wertvorstellungen an sich. Ja, haben sie noch Gültigkeit oder hast du den Eindruck, dass du da vielleicht ein bisschen was ausmisten darfst, dass du nicht wert genug bist, dass es am Markt so schlecht ist gerade, dass du den Job nicht kriegen wirst aufgrund der äußeren Situation. Na, alles da, wo du dich begrenzt. Da sagt die geistige Welt, ey, liebe Löwekinder, im August habt ihr die Möglichkeit, mit uns zu arbeiten, dass das, ne, Wundern sind keine Grenzen gesetzt, dass dieser Spruch nicht nur ein Spruch ist, sondern dass das das Universum ist. Cooler Scheiß. Bausteine. Zeige ich euch noch. Ja, du fängst jetzt an. Ich meine, du hast ausgemistet und jetzt kannst du deinen Grundstein, dein Haus bauen. Und zwar so, wie du möchtest, nicht wie andere das wollen. Und aufpassen auf die begrenzten Wertvorstellungen, okay? Und mit den Genussmitteln bitte. Super wichtig anscheinend für den einen oder anderen. Noch irgendetwas bitte? Ah, okay. Einmal noch und dann gehe ich weiter. Danke. Also, schaut mal. Das möchte passieren. Für jeden ist es ein anderes Thema. Heilung von der Vergangenheit und das Ende einer Ära. Das ist gut. Auch wenn der eine oder andere sagt, oh nee, ihr seid Fixzeichen. Ich weiß, ihr mögt keine Veränderungen. Ihr drückt euch unheimlich gerne, wenn es was Neues ist. Ihr seid gerne in der Komfortzone. Na, das ist so als Fixzeichen quasi. Aber irgendwann
merkt ihr ja auch hin und wieder zumindest mal, oh, nö, da denke ich echt schon länger drüber nach. Und da sagt man, ey, im August kann einiges Gutes passieren. Ja? Okay, dann, was haben wir hier noch? Noch irgendetwas bitte? Ansonsten würde ich sehr gerne zu den Abschlussbotschaften. Ich denke, das reicht auch. Ich werde es ein bisschen kürzer fassen, weil wirklich so meine Geschichte mehr Vollmond, Neumond, Portaltage sind. Ja, das für die Neuen, nur dass ihr Bescheid wisst, das mache ich jetzt mehr für euch, weil ihr sowas mögt. Aber ich möchte meine Zeit eigentlich mehr für die großen Readings haben. Irgendetwas noch oder haben wir das? Eigentlich klar, höre ich gerade. Okay, dann mache ich noch einmal mischen. Aha, ja. Ja, das ist gut, dass ihr es nochmal zeigt. Das stimmt. Innere Führung, auf deine Intuition achten. Sie zeigt dir auch ganz genau, wo muss ich ausmisten, was tut mir nicht gut. Für mich sieht es aus wie der Mars. Wir haben gerade Mars im Widder, das heißt im Feuerzeichen, das heißt Aktion, dass ihr diese Energien auch gerne ein bisschen nutzen könnt und dass sie euch zur Verfügung stehen. Okay? Höhere Standard, ganz genau. Und das ist nämlich die Geschichte. Schaut mal hier. Diese Wertvorstellungen, Grundüberzeugungen, diese Ethik und Moral, haben sie noch eine Gültigkeit oder nicht? Ja, du darfst einen besseren Job haben, du darfst bessere Freunde oder Bekannte haben, du darfst ein besseres Leben haben, das verdienst du. Sie sind da. Sie sind auf jeden Fall da. Okay? Und schöpferischer Ausdruck. Hier kann es für den einen oder anderen sein, dass der August einfach sehr, sehr gut wäre, um in die Kunst zu gehen. Und das ist egal, ob Kunst, ob das mit Schreiben zu tun hat, mit Musik zu tun hat oder mit Malen zu tun hat. Aber das wird euch unheimlich helfen, auch einiges zu. Sie zeigen mir, mir fehlt das Wort. Einiges zu verdauen, mehr oder weniger, was wirklich losgelassen werden darf. Okay, auch eine gute Unterstützung so nebenbei. Gut, lasst uns schauen. Spirit, liebe geistige Welt, Abschlussbotschaft. Welche Abschlussbotschaft? Ah, okay, ich soll hier, Liebesengel. Das wird jetzt nicht für alle natürlich sein. Befreie dich. Es ist die Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Ich habe hier eine ganz bestimmte Reisegruppe, die ausmisten darf. Das Ende einer Ära, das ist auch tatsächlich was damit zu tun hat, dass du in einer Beziehung feststeckst. Es kann eine Beziehung natürlich mit deinem Gegenüber sein, ja. Es kann aber auch sein, dass du dich von Vater, Mutter oder von irgendjemandem befreien darfst, generell. Okay, muss nicht nur in der Liebe sein. Und das weißt du auch. Und das möchte gerne im August angeschaut werden. Und wenn du weißt, dass es deine Karte ist und dass es für dich ist, geh ein bisschen in die Kunst. Okay? Das wird dir. Entschuldigung. Ich wollte hier gerade was runtertun. Habe ich nicht hingekriegt. Wartet mal ganz kurz. Es tut mir leid. Jetzt seid ihr alle wach, ne? Mindestens. Okay. Also befreie dich in puncto Liebe. Erstmal loslassen. Erstmal ein bisschen loslassen. Ich weiß, dieses Loslassen nervt immer, aber nicht zu viel Aufmerksamkeit heißt das Ganze, dem schenken, sondern innere Führung, auf die ein bisschen achten. Wirklich dann lieber für sich selber ein bisschen Sachen ausmisten, zu Hause auch, Flohmarkt, wie auch immer. Das geht ja auch. Gibt es noch irgendetwas? Ich würde gerne noch einmal. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus. Es könnte für dich gelten oder das ist dein Gegenüber einfach. Das heißt, dann einfach lassen jetzt erstmal, ja. Und Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Okay? Entweder du bist mit jemandem zusammen und du darfst da wirklich das beenden, damit du ausmistest, damit du
ne, das Ende einer neuen Ära, Heilung von der Vergangenheit und du bist gerade am Heilen, damit etwas Neues Platz in dein, also damit was Neues kommen kann. Okay, das ist jetzt nur für meine Liebesleute. Es kann aber auch sein, dass du in einer Dualseelengeschichte steckst, wenn wir das jetzt Label nennen. Und du musst da ein bisschen jetzt loslassen, ausmisten, deine Hausis machen. Und erst dann kann auch bei dieser On-Off-Geschichte das On wiederkommen. Okay, die zwei Reisegruppen. Michi, Asche auf Eimerkarte bitte. Aber klare Botschaft für euch, oder? Denke ich mal. Generell. Hier will was so viel Neues kommen. Wundern sind keine Grenzen gesetzt. Sie helfen euch, die Situation zu klären und eine Lösung zu finden. Die Vergangenheit möchte geheilt werden. Werte anschauen einfach ein bisschen. Durch innere Führung und schöpferischen Ausdruck einfach sich seine Welt wieder neu kreieren. Michi, Selbstachtung, Selbstwert. Es ist egal, in welcher Geschichte, ob du Zoff irgendwo in der Familie hast oder mit jemandem im Bekanntenkreis oder mit deinem Gegenüber auch, ja? Oh Gott, ist das klein. Liebe Engel, danke, dass ihr mir helft, mich so zu sehen, wie ihr mich seht, mit den Augen der Liebe. Ich bitte um euren Schutz in all meinen Beziehungen, damit ich stets von liebevollen und freundlichen Menschen umgeben bin. 21 Tage Affirmation, ein, zwei Minuten, am besten mit dem Tigerauge, wenn ich euch das empfehlen darf, und sich wirklich auf euch konzentrieren. Ich danke für dein Like. Wenn das hier ein bisschen funktioniert, dann mache ich das gerne von Monat zu Monat. Ansonsten werde ich es wahrscheinlich lassen. Aber ich hoffe sehr, dass da einige auf jeden Fall kommentieren und liken. Namaste, eine gute Zeit, meine lieben Löwen. Tschüss, Ade.